Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und sie ist auch endlich da, die Glossy Box, diesen Monat wieder verspätet. Es gab eine E-Mail. Ja, es tut uns leid, bla bla bla. Oktoberbox kommt später. Die Novemberbox ist natürlich schon abgegangen vom Konto, gar keine Frage. Aber die Oktoberbox ist da. Und auch die ist eine Special Edition. Man konnte so eine weiße oder eine rote bekommen. Und ich bin gespannt, was wir bekommen. Ich bin jetzt auch nicht mehr spoilerfrei. Weil eigentlich sollte die ja schon längst ausgetragen sein. Jetzt weiß ich so ein bisschen, glaube ich, was drin ist. Und, wir haben die silberweiße. Ich hätte auch nicht gewusst, für welche ich mich da entscheiden sollte. Aber ich glaube, die Silber, oh, die hat so eine ganz smoothen Touch, finde ich am schönsten. Dann haben wir deine Vorteile mit Teffix. Steuer. Ja, hier, wenn Lunch da Jahresausgleich machen muss. Dann haben wir 50% Rabatt auf Freddy's Flowers. Das würde ich ja so gerne mal machen, ne? Aber meine Katzen werden es töten. Und dann haben wir noch Best Secret Designermarken. Hier einmal. Und wie immer HelloFresh mit 60 Euro Coupon. So, irgendwann werde ich HelloFresh vielleicht mal ausprobieren, aber die Motivation zu kochen ist halt einfach geschwindend gering. So, die ist schwarz mit Silber und die hat diesen, ich will nicht sagen Leder-Touch, aber irgendwie so, ja, so stumpf. Ich dachte, es wäre wieder eine so zum Aufklappen, wie die Mermaid irgendwas Dingsbox. Da hatte ich mich eigentlich drauf gefreut, aber die kann man sich dann wieder ins Regal stellen und befüllen. Und wir warten jetzt nicht lange, ich quatsche immer zu viel. Wir gucken da jetzt rein. Der Karton ist von innen der gleiche. Wir haben ein beigefarbenes Schleifenband. Ich habe den Kater auf dem Balkon ausgesperrt. Den lassen wir mal eben wieder rein. Na komm rein. So. Draußen die Baustelle ist nämlich wieder so laut, dass ich zumachen wollte und nicht drauf geachtet hat, ob der Kater draußen ist. Dafür kriegt er direkt das Schleifenband zum Spielen. Dann machen wir die Heftchen an die Seite. Lieber Glossy, mit diesem Flyer erhältst du ein kleines Produktupdate zu unserem Oktobermagazin. Aber wahrscheinlich wie bei der Goodiebox, irgendjemand hat verkackt und es fehlt ein Produkt. Dass du ebenfalls in deiner The Magical Masquerade Edition vorfindest. Leider haben wir die mit Covid-19 zusammenhängenden Lieferschwierigkeiten noch nicht komplett überwunden. Deshalb wirst du in deiner Box nicht wie ursprünglich geplant den Face Mask Brush, also irgendein Pinsel, denke ich mal, von Basic Skin, Magazin Seite 5, vorfinden. Lass uns mal eben schnell gucken, was ist. Nicht ganz reingucken, 4, 5. Okay, den hätten wir kriegen sollen. Ist das so ein Silikonpinsel? Ohne deine Finger. Wahrscheinlich. Okay, wäre ein Silikonpinsel gewesen für 12 Euro. Was haben wir denn stattdessen? Stattdessen warten zwei optionale Produkt-Highlights auf dich. Geil, wieder optional. Das heißt einmal Handdesinfektionsmittel und einmal Parfum. Und wer das Desinfektionsmittel kriegt, hat Pech. Oder was? Ich direkt wieder fühlen. Alles gut, alles gut. Dich auf die Lash Changer Volume Mascara Waterproof von Catrice. Okay. Oder den Bite Size Eyeshadow Berry Bad von Elf Cosmetics. Also dann würde ich, glaube ich, den Eyeshadow gerne haben. Alle Infos zu deinem findest du auf diesem Flyer. Jetzt wird der Kater auch neugierig. Moment, ich kann gerade nicht lesen. Und der Staubsaugerroboter kommt gerade auch wieder vorbei. Den machen wir auch mal aus. Also heute ist aber auch echt. Heute ist was los. Tja. Mein Staubsaugerroboter kränkelt nämlich, der quietscht und ratschelt. Und jetzt habe ich mit dem Amazon-Kundenservice gesprochen. Dann sollte ich mich bei dem Händler melden. Der antwortet nicht, wieder dort gemeldet. Der hat noch ein paar technische Dinge mit mir durchgegangen. Und dann hat er gesagt, ja gut, ausnahmsweise, ich schicke Ihnen einen neuen. Ja, sonst hätte ich ihn einfach zurückgeschickt. Ne? Der kann ja nach einem Jahr schon kaputt sein. So, also, oh, wenn ich die Wahl hätte, ne?
zwischen einmal Wimperntusche und vier solcher geiler Farben. Oh, ich hoffe so sehr, dass das bei mir drin ist. Bin ich jetzt ehrlich. Ich hoffe sehr auf das. So, wir haben eine fertige Maske in Silber. Ich denke mal, in der roten Box gab es dann Rot. Finde ich cool. Kann man bestimmt auch irgendwo als Deko hinhängen. Oder wenn man sich zu Halloween irgendwie verkleidet. Dann haben wir ein bisschen lieblos zusammengeklebt diesmal. In schwarzes Papier. So. Nee, schade. Seht. Oh, das ist das halt die Kacke bei optionalen Produkten, ne? Man kriegt nie das, was man möchte. Ich hätte mich sehr über diese Eyeshadow-Palette gefreut. Jetzt habe ich halt hier den Lash Changer Volume Mascara Waterproof. Und wir haben, glaube ich, schon 3 oder 4 Mascaras jetzt gehabt über die Zeit in dem Jahr. Nächsten Monat ist ja die letzte Box und dann gibt es so einen Vergleich. Und wie jedes Mal, bin ich ehrlich, die Goodie Box ist bei mir immer noch vorne. Catrice, klar, ist vom Preis her nicht ohne. Obwohl 5 Euro finden geht noch. Aber die Palette hätte halt auch 5 Euro gekostet. Was haben wir gesagt? Der Pinsel hätte gekostet 12. Also das ist schon ein Downgrade, ne? Von 12 auf 5, also die Hälfte runter. Dann hätten sie auch beides reinmachen können, finde ich. Oder nicht? Also ich bin jetzt, ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich habe mich dann über den Pinsel gefreut und dachte, okay, ja, ist halt ein Produkt, das jeder bekommt, ist geil. Aber jetzt halt das Downgrade plus man bekommt nicht das, was man gerne hätte. Ne? Weiß nicht. Glossy Box macht mich nicht glücklich in letzter Zeit. Also gucken wir aber mal weiter. Wir haben Bumble Brush. Zahnbürste mit Maisstärke. Okay. Es gibt keinen Planeten B. Rohstoffe. Besteht zu 70% aus Maisstärke und 60% aus recyceltem Plastik. Okay. Ja, Zahnbürste vollkommen okay. Ich bin ehrlich, ich kaufe immer noch die Standard-Dreierpacks bei Aldi oder bei Rossmann. Ich mache die jetzt auch mal ganz dreist auf, weil dann nehme ich die als nächstes. Ist vom Gewicht her angenehm, aber mir schon jetzt zu weiche Borsten. Weiß ich jetzt schon. Das ist wahrscheinlich weich und ich hasse weiche Zahnbürsten. Aber schick. Vielleicht tue ich die hier in meinen Bastel-Dings. Weil da kann man schön mit Pigmente auftragen, wenn die weich sind. Okay, aber finde ich okay. Dann haben wir Lip Power Natural Matte Liquid Lipstick von Josephine. Okay, kann ich nicht. Wie kommen wir da rein? Ran. Da. So, bei dem letzten Lippenstift, den habe ich ja zermatscht. Oh, das ist aber ein schönes Design. Oh, hier unten ist der dann noch. Ah, das ist wahrscheinlich mit so einem Applikator. Oh, der ist edel. Also das mag ich, ne? Das ist nicht so dieses Röhrchen mit dem typischen Lipgloss, sondern man hat hier diese Bürste. Lass mal hier auf die Hand. Ist so ein Nude-Ton. Ich bin ja mehr der Rosa-Fan. Machen wir mal so ein großes Stück und gucken, wie sich das dann verhält. Riecht wie Knete. Ich weiß nie, ob das bei Lippenstiften ein gutes Zeichen ist oder nicht. Aber der, ich muss sagen, die Aufmachung, das ist Farbe Filou, gefällt mir super. Also der ist richtig schön. Dann haben wir, oh, alles was Vanille ist, ist gut. Vanille Schauergel. Ich habe, das Banane ist fast alle, weil mein Mann das mit benutzt hat, der Elende. Da muss ich unbedingt nachkaufen. Oh, das riecht gar nicht so vanillig. Das riecht irgendwie mehr zitronig. Koeshi kenne ich jetzt aber auch nicht, muss ich sagen. Vanille Schauergel. Finde ich gut, da das Banane fast alle ist. Nehmen wir. Und dann ist auch schon das letzte. Ja, die Box wieder beiseite. Was haben wir hier? Hey Honey, Show Your Glow Collodial Gold and Honey Beauty Mask. Oh, made to smooth, firm and hydrate your skin. Ist nicht so goldig. Machen wir direkt mal hin. Oh. Egal, es wird alles aufgerissen. Zack. Und ich habe den Mülleimer hier mal stehen. Okay, ja, die schimmert tatsächlich golden. Ich denke mal, das ist so eine, also die wird nicht fest. Das trägt man so auf und dann wischt man das wieder ab. Wir sind gerade gucken, der Kater will lieber den PC auf den Schrank.
Ajani? Nein. 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 Und diskutiert wie ein kleines Kind. So, aber das war es dann schon mit der Box, wa? Ich muss sagen, ich bin jetzt wieder so enttäuscht. Ich hole die da mal raus. Ich bin tatsächlich jetzt wieder enttäuscht. Na, Kater, was ist los? Dadurch, dass man eine Palette hätte bekommen können. Oh, ich bin so ein Fan von Paletten, was soll ich sagen? Also wir haben jetzt, ja, fangen wir mit dem Produkt an, ne? Von Catrice. Entschuldigung. Lash Changer Volume Mascara Waterproof, 4,99 für 6 ml. Dieser vegane Mascara ist ein echter Game Changer, denn sie vereint alles, was ein perfekter Augenaufschlag braucht. Sie besitzt eine wasserfeste, tiefschwarze Textur, die sich dank der spitz zu laufenden Faserbürste easy auftragen lässt. Das Ergebnis, ein sensationeller Fächereffekt, kräftiges Volumen und optimal getrennte Wimpern. Obendrein pflegt sie deine Lashes mit Hyaluronsäure. Was will man mehr? Na, also heute ist aber auch eine Unterbrechung nach der anderen. Mal eben ein Stückchen Wasser. So. Ich muss sagen, die Glossy Box tatsächlich, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass die Goodie Box gewinnt. Diese optionalen Sachen machen mich, ärgern mich immer so, weil man, weiß ich auch nicht, man kann schon sich das so ein bisschen selber in seinem Profil angeben, was man so mag. Aber ich habe das Gefühl, es ist total random. Könnt ihn ja auch eben einmal aufmachen. Ja, so für mich sieht das aus wie eine Standard-Wimperntusche, ne? Ein bisschen schwarz. Zack. Ja, ist ein schönes Schwarz, aber ich weiß nicht. Ich bin halt kein Make-up-Experte, ne? Ich kann nicht sagen, ob die gut ist. Wenn sie hält, ja, fertig. Ne? 5 Euro. Aber seht ihr diese schöne Palette mit meinen Lieblingsfarben, rosa, Berry, dunkles Rot, Glitzer? Das ist halt einfach, das sind 4 Produkte, so. Schade. Schade, schade. Aber gut. Gucken wir mal, was das Heft sagt. Hier ist ja auch immer so eine Startseite drauf, so. Enthülle die Wahrheit hinter der Beauty-Maske mit deiner Magical Masquerade Edition. Sagst du die ganze Wahrheit oder behältst du deine Beauty Secrets lieber für dich? Mit unserer brandneuen Edition im Oktober findest du es heraus. Sicher ist, hinter den Kosmetik- und Pflege-Highlights aus deiner Box im dualen Special Design verbergen sich unentdeckte Beauty Secrets, die deine tägliche Routine in ein spannendes Beauty-Spiel verwandeln. Denn zwischen Wahrheit und Geheimnis liegt oft nur ein schmaler Grat. Enthülle deine schönste Beauty-Seite dank der Produkt-Must-Haves in der Oktoberbox. Wartet eine der hocheffektivsten Masken von Hey Honey auf dich, die Show Your Glow-Maske. Unter der Undercover-Mask, passend zu den Beauty-Masken, freuen wir uns auf den innovativen Mask Rush von Basic Skin. Gut, der ist jetzt nicht dabei. Damit gelingt schönste Hautpflegeroutine wie vom Profil, wie vom Profi. Der The Bold Matte Liquid Lipstick in der Nuance Filou von Josephine Cosmetics ist alles, was wir für einen sexy Lip Look brauchen. Selbst wenn der Rest deines Make-ups hinter der Kostümmaske verdeckt ist. Zu guter Letzt lockt die tägliche Dusche ab sofort mit dem betörenden Duft des Showergels von Kuishi in der Variante Berry oder Vanilla. Okay, dann bin ich froh, dass ich Vanilla habe. Im Magazin findest du außerdem jede Menge Tipps für deine Haar- sowie Hautpflege in der Übergangszeit sowie 2 Look-Inspirationen passend zu deinem neuen Lipstick von Josephine Cosmetics. Übrigens, deine coolen Look-Ideen sowie deine Eindrücke zur Oktoberbox kannst du auf deinem Social-Media-Account teilen. Tagge uns einfach mit glossybox.de. Da werden viele wieder schreiben, dass das halt von 12 auf 5 Euro runter. So, oha. Also dieser edle Lippenstift hier kostet 25 Euro. Ja, den benutzt man nicht, ne? Den stellt man sich einfach nur hin, weil der so schön ist. 25 Euro für einen Lippenstift, Leute. Das sind 4,5 Milliliter. Das ist ein Wocheneinkauf bei Aldi. Was zur Hölle? Luxuriöse Liquid Lipstick Power im schicken Nude Rosa. Rosa für deinen Kussmund gefällig. Diese hochpigmentierte und langanhaltende Lippenfarbe sorgt für echte Wow-Momente auf deinen Lippen. Das Geheimnis, seine exklusive Mischung aus wertvollen Inhaltsstoffen wie Kakaobutter, Oliven- und Hagebuttenöl sowie Vitamin E. Der Mix schafft eine hervorragende feuchtigkeitsspendende Textur mit perfekten semi-matten Finish, die bis zu 10 Stunden lang auf deinen Lippen hält, ohne auszutrocknen oder zu verwischen. Farbe per Applikator auf die Lippen auftragen und trocknen lassen. Bei Bedarf nach den Auftragen mit dem Finger sanft verblenden und überschüssige Farbe mit einem Kosmetiktuch entfernen. Okay, es ist noch nicht ganz trocken, wir warten nochmal ab. Ja, 25 Euro, damit haben wir die Glossy Box schon wieder draußen, weil ich zahle ja 10 für die Glossy Box, weil ich die im Jahresabo hatte. Ja, okay, der ist cool, gar keine Frage.
Oh, von Hey Honey hätte man zwei bekommen können. Show Your Glow Colloidal Gold and Honey Beauty Mask. Die haben wir bekommen. Oder man hätte bekommen Undercover Detoxifying Mute Mask. Oder bin ich froh, dass ich die habe, weil dieses Detox ist ja alles Schwachsinn. Aber es ist auch nur eine Probiergröße, weil das Originalprodukt mit 50 ml wäre 65,99 Euro. Und diese kleine 20 Milliliter Dings kostet 26 Euro. Ist da echtes Gold drin? Habe ich was verpasst? Okay. Honey, zeig mir dein strahlendes Gesicht. Dieses Beauty-Wunder bringt deine Haut zum Leuchten. Wie die hochwertige Maske auf Basis von Honig und echtem Gold durchfeuchtet, minimiert feine Linien und beugt gleichzeitig die Neubildung von Fältchen vor. Deine Haut wirkt geglättet, praller und strahlender denn je. Erfrischendes Spa-Feeling gibt es dank der schwarzen Mute-Mask, das wäre dann die zweite Option, mit Beauty-Schlamm aus dem Toten Meer. Sie klärt, entgiftet und verkleinert optisch Poren. Obendrein wirkt Bienenpropolis gegen Unreinheiten. Alles über 99% natürlichen Inhaltsstoff. Okay, da finde ich die besser. Anwendung hier bei der Gold & Honey Beauty Mark: ein bis zweimal wöchentlich gleichmäßig auf das gereinigte Gesicht auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Okay, also zieht das auch ein. Mute Mask, eine dünne, gleichmäßige Schicht auf das Gesicht auftragen, dabei die Augenpartie ausspannen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, bis die trocken ist, dann mit kaltem Wasser abspülen, Haut und schließen wie gewohnt pflegen. Okay. Also bin ich froh, dass wir die bekommen haben. Also die zwei Produkte gefallen mir schon, obwohl das wieder horrende Preise sind, die sich man halt nicht nachkaufen will. Ich meine, Wimperntusche ist auch geil, aber ich hätte so oft das gegeiert. Dann hier den Face Make Brush haben wir nicht bekommen. Und dann ist das wieder das optionale Produkt. Ne? Wir haben jetzt auch 3, 5 Produkte. Vanilla oder Berry Shower Gel hätten wir bekommen können. Die kosten 6,50 Euro. Das ist natürlich happig. Ne? Schenkt deiner Duschroutine ein Upgrade mit diesem als Natur- und Biokosmetik zertifizierenden revitalisierenden Duschgel. Angereichert mit Kamillenextrakt, reinige und schütze deine Haut mit 100% natürlichen Fruchtextrakten und Ölen. Dabei wirkt es durch seinen auf der Haut abgestimmten pH-Wert besonders schön und hinterlässt obendrein einen angenehmen, erfrischenden Duft nach Vanille oder Beeren. Die Verpackung besteht außerdem zu 100% aus recyceltem Kunststoff. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So, und jetzt schauen wir mal. Also, ne, Zahnbürste habe ich gesagt, schön und gut, weil, ja. Aber jetzt gucken wir mal, was wir anstatt da hätten bekommen können. So, The Secret, The Truth. Also das sind hier die Setups. Oh, oder kriegt man keine optionalen Sachen mehr? Haben sie es gecheckt, dass die Leute so wütend waren? Nee, okay. Also hier, diese Zahnbürste kostet 2 Euro. Also 1,99. Nach recycelten Materialien hast du morgens und abends einen super nachhaltigen Partner an deiner Seite. Good to know. Jeder Kauf wird zur Finanzierung von Mundpflegeprojekten zugunsten von Kindern in Not verwendet. Okay. Ja. Dann hätte man bekommen können Haarspray für koloriertes Haar, 3,49. Also auch wieder eine höhere Preisspanne. Ne? Dann hätten wir bekommen können Turban Haarmaske Thermopflege. Ich liebe Masken. Für 3 Euro hätte ich mich mehr drüber gefreut. Dann hochverträgliche Mini-Mascara. Oh, das würde mich aber auch ärgern, wenn man jetzt das hier kriegt. Und die Mini-Mascara von dort, 17,90. 7 Milliliter für... Nein? Man hätte bekommen 7,50 Euro für 3 Milliliter. Dann hätte man bekommen können Wonder Beauty Baggage Slim Gold Eye Mask. Darüber hätte ich mich auch gefreut. Beauty Pro Retinol Under Eye Patch. Oh, darüber hätte ich mich auch gefreut. Dann hätte man wieder ein Parfum bekommen können von S. Oliver. Natürlich haben wir das nicht bekommen. Ja, das ist schon, ne? Hier für 22 Euro was oder für 2 Euro eine Zahnbürste. Junge, Junge, da freut man sich ja, wenn man das Heft liest. Ich bin ganz ehrlich, ne, ich nehme das vorweg, die Goodie Box hat gewonnen. Du hast hier zwar mehr Variation, aber du bist doch nur enttäuscht. Also ich hatte keine Box, glaube ich, wo wir das, sage ich mal, das teuerste von den random Sachen hatten. Ich glaube, das haben wirklich nur so die Influencer, die das wirklich am Anfang des Monats kriegen, um Geld zu machen. Weil der Downgrade von 12 auf 5 Euro vom einen Produkt, ne? Plus, dann kriegst du statt für 20 Euro was für 2 Euro. Das macht doch keinen glücklich. Also die Box sieht geil aus. Ja, die beiden Produkte hier, oder die drei finde ich gut, klar. Die hat aber auch jeder bekommen.
Aber das ist dann halt enttäuschend. Du kriegst eine fucking Zahnbürste für 2 Euro. Kannst du schön zu deinem Desinfektionsgel packen. Weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Die Glossy Box, das macht mich tatsächlich ein bisschen traurig. Das ist echt... Und ich würde drum wetten, dass wenn man jetzt auf Facebook und Co. geht, kann man ja Glossybox eingeben. Ich meine, ja, wir sind klar wieder über den Einkaufspreis. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Dafür ist die Box ja da, um was auszuprobieren, da für wenig Geld und so und sich überraschen lassen. Aber wenn man immer sieht, was für tolle Produkte die anderen bekommen haben und dann kriegst du halt eine Zahnbürste für 2 Euro. Wäre das so ein, weißt du, so hier als Gratisgeschenk, so extra und top. Völlig fein, ne? So wie das Fußkettchen. In der Jubiläumsbox, die schon beschissen war. Aber, ja, ich weiß nicht. Was soll mir diese Zahnbürste, sagen wir das so. Das ist die Magical Masquerade Edition. Magical Masquerade. Was gehört bei einer Magical Masquerade dazu? Eine Zahnbürste für weiße Zähne? Weiß ich nicht. Hiermit duftest du gut. Vollkommen fein. Vollkommen fein. Vollkommen fein. Und dann vielleicht das dazu, damit du einen ganzen Look hast. Aber eine fucking Zahnbürste für 2 Euro? Oh, komm. Uff. Ja. Ja, ja. Also wenn die Glossybox nächsten Monat nicht raushaut des Todes, ne? Die letzten, ich glaube am Anfang war es so, da war ich halt Goodiebox wegen den Boxen, ne? Wegen den Schubladen hier war ich halt gehypt, wa? Und in den ersten Boxen hatte ich auch das Gefühl, dass die Glossybox vorne lag. Aber so jetzt innerhalb des Jahres ist es immer weniger geworden, weil wir bei dem Produkt, wo es, ne, wo es was anderes gibt, immer den das günstigste Produkt bekommen haben, das so keiner haben will, gefühlt. Ja. Ja. Gut, nächsten Monat haben wir dann ja nochmal die Chance, dass die Glossy Box ein bisschen was rausholt, vielleicht mit einer normalen Edition. Aber ich meine, ich habe ja noch von den anderen Glossy Boxen. Ich werde mal gucken, ob wir irgendwo in den Boxen mal ein teureres Ding bekommen haben, so von den Randoms. Das ist echt schade. Oh, ich hätte wirklich gerne diese Palette hier gehabt. Schade. Also die Maske ist cool, das Thema ist cool, aber es ist wieder, Glossybox ist wieder an seinen Kunden an vorbei und sagt, nimm eine Zahnbürste. Aber hey, du hättest voll das coole Parfum und so bekommen können, aber nimm doch bitte die Zahnbürste. Also ich weiß nicht, ob ich das zu dick aufgetragen habe, ne? Aber der schmiert noch ein bisschen. Der auch, aber da habe ich ja auch dick aufgetragen. Die Maske kann man einfach abruppeln. Ja, ich meine, hier, sind wir ehrlich, ich kann alles benutzen. Also ich verschenke ja vieles, wenn ich nichts mit anfangen kann. Und hier, ich kann alles benutzen, es wird alles verwendet. Aber das ist wieder so wie mit dem Desinfektionsmittel. Ja, ich freue mich auf diese Box, so Me-Time, so voll Entspannung, coole Masken, Make-up, irgendwas. Und dann ist da halt entweder Desinfektionsmittel oder jetzt eine Zahnbürste drin. So, also was soll mir das sagen bei einer Beauty-Box? Ne? Egal, für 10 Euro völlig fein. Ich ärgere mich wahrscheinlich grundlos, wo andere sagen würden, stell dich nicht so an, du kriegst voll viel für 10 Euro. Aber ich finde das halt schade, dass wenn man im Booklet sieht, was es so gibt. Ist egal. Ich reg mich jedes Mal bei der Glossy Box darüber auf. Wir lassen das jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video so sehr gefallen, wie wir das auspacken. Denn das Auspacken macht mir natürlich immer sehr viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.